Hallo Leute und herzlich willkommen zur CD-Player-Lektion. So, da sind wir also für die Praxis der CD-Player. Wir haben hier zwei CDJ 2000 Nexus 2, also das Beste, was der Markt gerade zu bieten hat. In Kombination eben mit dem BGM 900 Nexus 2, den ihr auch schon aus der Mixer-Lektion kennt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an recordcase.de für die Bereitstellung dieser Geräte. Und genau, wir schauen uns die jetzt mal gemeinsam an. Im Prinzip ist vieles von dem Player auch schon selbsterklärend, wie man eben einen CD-Player halt bedient. Die Frage ist eben, welche Funktionen euer CD-Player dann in der Zukunft haben wird oder vielleicht gerade schon hat. Wir haben uns für dieses Top-Modell entschieden, in der Hoffnung im Prinzip, dass dieser CD-Player das meiste an Funktionen bietet, was es eben aktuell so gibt. Das heißt, wenn, werdet ihr auf eurem CD-Player manche Funktionen nicht finden, aber hoffentlich keine, die ihr im Prinzip nicht kennt nach diesem Video. Ja, wir schalten das Ganze mal an und kümmern uns mal kurz um die Anschlüsse. Die sind wirklich sehr unspektakulär, denn wir haben hier einmal einen Cinch-Anschluss, ganz klassisch. Der ist dann logischerweise als Line und gehört dann eben hier auch in den Line. Wir haben hier einen Netzwerkanschluss, der führt dann in einen Switch, den wir hier stehen haben, und verbinden somit alle Geräte hier im Setup. Also auch der Mixer und der andere CDJ hängen damit drin. Warum das gut ist, dazu dann gleich mehr. Wir haben außerdem einen digitalen Ausgang. Hier wäre zum Beispiel auch ein digitaler Eingang, aber ihr könnt es natürlich auch an alle möglichen anderen Geräte anschließen. Wir haben dann klar noch den Kaltgerätestecker, den Ein- und Ausschalter. Und was auch noch sehr interessant ist, ist der USB-Anschluss, denn ihr könnt diesen Controller hier auch als MIDI benutzen sozusagen. Das heißt eben, er fungiert nicht klassisch als Abspielgerät, sei es jetzt über USB-Stick, SD-Karte, CD und so weiter, sondern eben nur als Fernbedienung im Prinzip für die Software. Vorzugsweise Recordbox, eben die hauseigene Software von Pioneer. Das funktioniert dann einfach per Plug and Play. Und da könnt ihr im Prinzip auch eine Art Übergangsvariante machen, dass ihr im Prinzip auch, das Ganze nennt sich dann Recordbox Link, verwendet. Das heißt im Prinzip, der Player ist nicht mehr nur eine Fernsteuerung, sondern es ist eine Art Switcher, dass ihr in eurer Software Tracks auswählt, die ihr dann einem bestimmten CD-Player zuweist, und dann ist der Track sozusagen aber trotzdem hier in den CD-Player reingeladen und wird hierüber gesteuert. Auf der Software seht ihr dann eben nur im Prinzip eure Mediathek und nicht die Trackdecks zum Beispiel oder sowas gespiegelt. Dazu aber natürlich dann mehr im Softwarekurs. Wir wollen uns jetzt hier auf das Gerät fokussieren, und das ist im Prinzip aufgeteilt in große Bereiche. Das heißt, wir haben hier das Display mit den jeweiligen Funktionen für das Display. So könnt ihr eben browsen. Ihr bekommt hier den Track an sich angezeigt in der Wellenform. Ihr könnt hier das Medium auswählen und so weiter. Dazu gleich dann eben mehr. Ihr habt hier Möglichkeiten, eure Speichermedium anzuschließen, sei es jetzt eine SD-Karte oder ein USB-Stick beispielsweise. Ihr habt hier eine Hotkey-Sektion. Hier steuert ihr im Prinzip den Track, ein großes Jogwheel, hier was für Loops, und dann kommen wir hier noch zum Pitch Fader und noch andere kleine Funktionen. Hier steckt ihr eure CD rein, da kommt kein Laufwerk raus, also ihr solltet auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr euch keinen CD-Player holt, der ein wirkliches Laufwerk hat, das ausfährt. Das ist Quatsch, das stößt man nur dran, geht kaputt und so weiter. Also das ist auf jeden Fall dann kein DJ-CD-Player, deswegen nur im Prinzip CD-Player ohne ausfahrendes Laufwerk. Ja, das Ganze hier dann logischerweise gespiegelt, das ist dasselbe Gerät. Und dann beginnen wir doch einfach direkt mal mit den Funktionen. Hier unten rechts haben wir den Pitch Fader.
Den kennt ihr auch vom Turntable. Funktioniert wirklich haargenau gleich. Nur, dass hier Tempo Reset zum Beispiel der Quartz Lock ist. Das ist einfach ein anderer Begriff, ist aber genau dasselbe. Bedeutet eben, egal auf welcher Stellung ihr hier gerade seid, ihr löst das aus. Das leuchtet dann hier auf und intern sozusagen switcht es wieder auf die Nullstellung. Der Schieberegler hier, dieser Schlitten, geht nicht von alleine zurück, müsst ihr selber wieder machen, aber ist ja auch kein Problem. Master Tempo ist zum Beispiel Key Lock, auch wirklich genau dasselbe, heißt einfach nur anders. Und ja, der Pitch Fader ist eben zur Veränderung der Abspielgeschwindigkeit. Hier ist natürlich kein Plattenteller mehr wie beim Turntable, der sich wirklich dreht, wo die wirkliche reale Geschwindigkeit verändert wird, sondern das Ganze hier ist intern im Prinzip. Dieses Jogwheel wird sich nicht von alleine drehen, nur wenn ihr es bewegt. Und insofern eben auch hier wieder diese Anzeige in Prozent, heißt eben nicht plus 8 BPM zum Beispiel, sondern plus 8%. Hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Range von diesem Pitchfader einzustellen, wie zum Beispiel auch bei dem modernen Turntable, den wir euch vorgestellt haben. Und hier könnt ihr dann beispielsweise wechseln zwischen plus minus 6, 10, 16 oder sogar Wide. Also das ist dann schon sehr extrem. Und das war es dann im Prinzip auch schon zum Pitchfader. Wir führen euch das Ganze mal vor, dass ihr das eben dann auch nochmal gesehen habt. Wir starten den Track ganz normal über Play-Pause, das müssen wir hoffentlich niemandem erklären. Und verschieben mal den Pitch-Regler. Aktuell eingestellt auf plus 10, das könnt ihr hier auch auf dem Display erkennen. Und ihr könnt eben dann auch wieder switchen. Also Wide bedeutet dann sogar, dass ihr im Prinzip bis auf 0 runter geht. Und ihr habt ja schon gemerkt, dass wir jetzt eben Master Tempo gerade aktiviert haben. Deswegen ist die Tonhöhe des Tracks immer gleich geblieben. Jetzt nochmal ohne. Je nachdem eben, ob ihr möchtet, dass der Track von Deck A und Deck B zum Beispiel dieselbe Tonart haben, ohne dass man was an der Geschwindigkeit verändert, dann solltet ihr auf jeden Fall Master Tempo aktivieren. Wenn ihr also einen Übergang macht und Deck A und Deck B von Natur aus sozusagen dieselbe Tonhöhe haben, ihr aber noch die Abspielgeschwindigkeit anpassen müsst, dann solltet ihr Master Tempo aktivieren. Wenn ihr zum Beispiel harmonisch mixen möchtet, also eben, dass beide Tracks dieselbe Tonart haben, Track B hat es aber zum Beispiel von Natur aus nicht. Aber ihr könntet damit arbeiten, dass ihr mit plus minus 6% hier Geschwindigkeitsänderungen einen Halbtonschritt verändert in der Tonhöhe und somit könnt ihr das natürlich auch passend machen. Also müsst ihr immer entscheiden, ob ihr das eben aktivieren möchtet oder nicht. Wenn ihr dann diesen Tempo Reset Button noch drückt, wie schon erklärt, dann landet ihr eben wieder auf der Nullstellung. Und das war es dann im Prinzip auch schon zum Pitch Fader. Das Jogwheel hier in der Mitte ist schön groß, damit man hier ein gutes haptisches Feedback hat. Man hat hier eben eine tolle Möglichkeit, den Track zu steuern. Denn das ist nämlich eine Art Simulation eines Plattentellers. Und hier könnt ihr, wenn ihr diesen Plattenteller eben bewegt, dann durch den Track scrollen. Ihr seht das auch schon am Display. Das Ganze dann logischerweise schneller oder langsamer. Und wenn ihr aufmerksam wart, dann habt ihr schon gemerkt, dass hier diese Farbe zwischen Weiß und Rot wechselt. Das liegt daran, dass wenn ihr den Line Fader hier nach oben bewegt, der Track also hörbar wird, dann wechselt die Farbe auf Rot, um zu signalisieren eben, hey, hier auf diesem Track spielt gerade was. Denn wenn ihr im Eifer des Gefechts seid, es ist dunkel und so weiter und so fort, dann habt ihr hier auf jeden Fall ein tolles optisches Feedback und wisst direkt, okay, von dem
Deck läuft gerade laut Musik. Ja, ihr habt hier auch noch ein kleines Display, das euch dann noch anzeigt, ob ihr im Vinyl-Mode seid oder im CDJ-Mode. Der Unterschied ist hier, das seht ihr, wenn wir spielen, dass wenn ihr im Vinyl-Mode seid, dass ihr zum Beispiel hier die Hand auflegen könnt und der Track stoppt, wie das bei einem Plattenteller der Fall wäre. Beim CDJ-Mode ist das nicht so und ihr könnt dann lediglich eben das Jogwheel vor und zurück bewegen als Pitchbend. Das heißt eben, ihr ja, passt in kleinen Nuancen die Geschwindigkeit an, eben entgegen des Uhrzeigersinns verlangsamt ihr den Track etwas, mit dem Uhrzeigersinn schubst ihr den Track sozusagen ein bisschen an, also auch wie beim Plattenteller. Nur im Vinyl-Mode ist eben diese Funktion nur für den Rand sozusagen des Jogwheels aktiviert. Sobald ihr hier oben drauf langt, dann wird der Track stoppen. Sorgt natürlich auch dafür, dass ihr theoretisch mit diesem Jogwheel auch stretchen könnt. Hier zum Jogwheel dazu gehört noch der Jog Adjust. Das heißt, ihr könnt den Widerstand einstellen. Wenn er sehr leicht ist, geht das Jogwheel logischerweise auch sehr leicht. Und umgekehrt eben schwer, ist dann auch sehr schwer. Ist selbsterklärend. Außerdem dazu gehört dann hier noch der Vinyl Speed Adjust. Das ist ähnlich eben auch wie bei diesem modernen Turntable in der Turntable-Lektion, dass ihr hier die Anlauf- und die Stoppgeschwindigkeit einstellt. Wenn wir das hier mal vorführen, dann pausiert und startet der Track ja augenblicklich. Umgekehrt, wenn wir es ins andere Extrem treiben, dann dauert es eben sehr lange, sehr gemächlich, bis der Track losläuft. Und stoppt natürlich auch sehr gemächlich. Das dann im Prinzip zum Jogwheel. Kommen wir nun hier zu dieser Sektion. Bei Q setzt ihr eben genau an dieser Stelle, an der ihr gerade seid, einen Q-Punkt. Das seht ihr dann auch durch ein kleines Dreieck, das hier von unten sozusagen auf die Wellenform zeigt. Dazu dann gleich noch mehr. Hier haben wir Search, das heißt, ihr könnt im Track suchen. Ihr scrollt durch den Track. Das Ganze, falls es euch nicht schnell genug geht, könnt ihr nochmal potenzieren, indem ihr Search drückt und gleichzeitig das Jogwheel dreht. Da kommt ihr dann extrem schnell durch den Track. Und bei Track Search wechselt ihr im Prinzip zwischen den Tracks in der Playlist. Also sozusagen Next. Wenn wir gerade hier sind, kommen wir zu Direction. Direction heißt eben Abspielrichtung, eben die Direction, in der der Track abgespielt wird. Und hier habt ihr entweder Slip Reverse oder FWD für Forward, also ganz normal, so wie es auch jetzt gerade steht, oder Rev für Reverse. Slip ist diese Funktion eben, die findet ihr auch hier wieder, dass alles, was ihr in Aktionen macht, im Prinzip nur so lange gilt, wie sie ausgeführt werden. Sobald die Aktion nicht mehr aktiviert ist, sozusagen springt der Track an die Stelle, an der er wäre, wenn ihr keine Aktion ausgeführt hättet. Ist Slip also nicht aktiviert, dann führt ihr eine Aktion aus, wie zum Beispiel ihr spielt das Ganze rückwärts ab und sobald ihr die Funktion wieder loslasst, läuft er ab dieser Stelle ab, wo ihr im Prinzip zurück hingespult habt. Wir führen es euch am besten vor, dann ist es eigentlich auch schon selbsterklärend. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze auch so lange zu aktivieren, bis wir es wieder in die Ausgangsposition zurückbringen. Und jetzt habt ihr auch gesehen, der Track läuft ab da weiter, wo wir eben jetzt gerade dann waren. Umgekehrt aktivieren wir Slip Reverse. Das muss man halten, ansonsten springt es alleine zurück. Und jetzt ist er im Prinzip nach vorne gesprungen. Hat also nicht ab da wieder abgespielt, wo wir gerade waren, sondern ist sozusagen nach vorne gehüpft. Das Ganze könnt ihr auch nicht ewig machen, wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt springen wir sozusagen wieder vor
und jetzt sind wir wieder mittendrin. Ja, das ist auch schon diese Funktion erklärt. Werden vielleicht die Hip-Hop-DJs von euch eher nutzen als zum Beispiel elektronische DJs. Ist auf jeden Fall eine coole Funktion und eignet sich vor allem eben in Breaks, kurz vorm Drop oder wenn wir hier als Art Fill-In mal einen kurzen Effekt reinhauen möchten. Kommen wir dann zu den Loops. Diese Sektion hier kümmert sich sozusagen um die Loops. Und hier könnt ihr durch die In- und Out-Buttons einen Loop individuell setzen. Da, wo das Dreieck zeigt, beginnt es. Und da, wo ihr dann eben Out drückt, wird der Loop geschlossen und läuft ab da eben aktiv. Dann die ganze Zeit in einer Endlosschleife. Über Reloop Exit könnt ihr dann wieder diesen Loop verlassen, eben über erstmal Exit. Und ihr seht jetzt, verlassen wir diesen Bereich, wenn wir jetzt Reloop drücken, eben wieder zurück, Re, dann springt er wieder in diesen Loop hinein. Wenn wir das Ganze jetzt noch mit Slip aktiviert haben, dann können wir hier rausgehen und er springt eben dann wieder an die Stelle, an der er wäre, wenn wir nicht in den Loop reingegangen wären. Wenn ihr hier mit diesem Button einen vordefinierten Loop setzen möchtet, dann könnt ihr eben einfach entweder hier drauf drücken, dann setzt ihr einen Vierer-Loop und es öffnet sich dieses Menü und dann könnt ihr eben die Loop-Größe noch variieren. Alternativ könnt ihr auch einfach länger den Knopf drücken, dann setzt ihr einen Achter-Loop und vor allem, wenn der Loop aktiv ist, dann könnt ihr diesen Button immer wieder drücken und halbiert bei jedem Mal die Länge, also von 8 auf 4, auf 2, auf 1, auf 1,5. Und so weiter, aber eben immer nur in kleineren Schritten, nicht in größeren und über Exit dann natürlich wieder raus. Ihr habt außerdem die Möglichkeit über hier In Adjust und Out Adjust den Startpunkt des Loops und den Endpunkt des Loops nachträglich zu verschieben. Ihr drückt also Out und könnt das Ganze weiter vorschieben. Und umgekehrt, ihr drückt In und könnt dann hier auch weiterhin diesen Punkt nochmal verschieben. Somit könnt ihr eben nachträglich einen Loop, der schon aktiv ist, nochmal verändern. Und das war es dann im Prinzip auch schon zu den Loops. Wenn wir gerade beim Thema Loop sind, dann macht es Sinn, hier noch an die Memory-Sektion anzuschließen. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, eben Cues und Loops zu callen, also aufzurufen im Prinzip. Das heißt, ihr springt hier zum nächsten vorherigen oder kommenden Punkt. Könnt das hier logischerweise deleten oder Memory eben merken. Wir haben hier diese Cue-Taste. Wenn wir jetzt hier an einen Punkt gehen und einen Cue-Punkt setzen, dann taucht ja hier dieses Dreieck von unten auf. Das heißt, wir können dann auch sagen Memory. Wichtig ist eben, dass ihr vorher hier diesen Cue-Punkt gesetzt habt. Wenn ihr einfach nur an irgendeine Stelle springt und Memory klickt, dann wird da nichts passieren. Also jetzt hier bleibt die Funktion sozusagen verwehrt. Ihr könnt dann über diesen Pfeil zurück wieder an diesen Punkt springen. Oder umgekehrt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel an die nächste Stelle springen, sagen wieder Q, Memory, haben wir uns ja den zweiten gemerkt. Und jetzt können wir zwischen diesen beiden im Prinzip hin und her springen, können einen logischerweise deleten, springen zum letzten wieder zurück. Und deswegen eben in der Theorie auch schon angesprochen, wenn ihr einen Memory-Q-Punkt setzen möchtet, dann geht ihr eben an eine bestimmte Stelle, ihr drückt Pause, drückt dann Q, weil das eben nicht beim Laufen geht sozusagen, Memory und er ist gesetzt. Das Spannende an dem Memory Q ist eben auch, dass der Track an dieser Stelle dann pausiert. Das heißt, jetzt läuft der Track gerade, wir springen zum Memory Q und der Track pausiert. Im Gegensatz zu den Hot Qs ist das eben dann der Fall. Bei denen ist das anders. Wir starten jetzt mal wieder den Track hier.
kommen hier zur Hotkey-Sektion. Ihr habt hier vier Buttons für eben vier Hotkeys. Plus ihr könnt hier dann noch die Bank wechseln im Prinzip. Das heißt, der ist 2x4, logischerweise 8. Wenn ihr einen Hotkey setzen möchtet, einfach draufklicken. Vielleicht habt ihr auch schon vorher in der Software zur Vorbereitung schon welche gesetzt. Dann sind die sowieso schon aktiv. Und wenn ihr dann wieder zu diesem Hotkey springen möchtet, einfach nochmal drauf. Und dann kommt ihr wieder an diesen Punkt. Und eben, ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, der Track läuft weiter. Im Vergleich zum Memory Cue eben stoppt der Track nicht, sondern ihr springt an den Punkt und ab da geht's weiter. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch einen anderen setzen und immer zwischen diesen Punkten hin und her springen. Das Ganze dann eben bis zu 8 Mal. Und wenn ihr einen Cue-Punkt wieder loswerden möchtet, dann einfach hier drauf und zack, eben mit Delete. Kommen wir als nächstes zu Sync und Master. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Player, wenn ihr ja eben mit mehreren spielt, als Master Player zu definieren. Entweder dieser Player oder dieser oder ein anderer, aber auf jeden Fall immer nur einer. Es kann nur einer der Master Player sein und nach diesem richten sich die anderen Player. Sei es jetzt zum Beispiel, was die BPM angeht. Wenn ihr nämlich die Taste nebendran Sync aktiviert, dann bedeutet das, dass die BPM aneinander angeglichen wird und insofern hier eine BPM von 120 ist beispielsweise und hier eine BPM von 118, dann wird diese BPM hier auf 120 angeglichen, wenn ihr den Sync-Button drückt. Das ist auch etwas, was in der DJ-Szene sehr kontrovers diskutiert wird, weil hier einem deutlich Arbeit abgenommen wird. Man muss nicht lang vorhören und hier mit dem Pitch-Fader arbeiten, man drückt einfach nur Sync, fertig. Müsst ihr entscheiden, ob ihr diese Funktion nutzen möchtet oder nicht. Wir sagen an sich, warum nicht. Die Frage ist nur, wie nutzt ihr die Zeit, die euch im Prinzip dann zur Verfügung steht, weil ihr nicht eben groß mit dem Pitchfader und mit anderen Funktionen rumhantieren musstet, sondern nur kurz diese Taste gedrückt haben, eventuell eben, um noch ein paar coole Effekte hier drauf zu legen oder mit mehreren Decks gleichzeitig zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall euch zu überlassen. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr hier mehrere Player im Verbund habt, dass ihr die Sync-Taste länger drückt und dann könnt ihr auf den nächsten Player diesen Track spiegeln. Wir führen das einfach mal kurz vor. Das ist jetzt der Master Player und wir sagen hier Sync rüber und zack, ihr seht, jetzt laufen diese Tracks ja komplett gleich, also derselbe Track an derselben Stelle. Wir können jetzt aber diesen logischerweise anhalten. Der läuft dann weiter. Also gerade wenn man zum Beispiel mit mehreren DJs auflegt, dann ist es cool, wenn man gerade auf dieser Seite hier steht, der Kollege ist dort am Mixen. Man möchte eigentlich an diesem Track noch was machen, kommt aber gerade nicht so gut dran, also drückt man einfach länger Sync, spiegelt das darüber und dann kann der Kollege an diesem Player hier ja, machen, was er möchte. Kommen wir dann noch zu den Funktionen hier rund um das Display. Alle im Prinzip eckigen Buttons hier und auch das Rad hier gehören alle zur Steuerung, im Prinzip das Display, bis auf diese beiden hier. Quantize bedeutet, dass alle eure Aktionen, sei es jetzt zum Beispiel Hotcues oder auch Loops, an das Beatmuster, an das Grid-Raster hier angepasst werden. Man sieht das ja sehr schön, wenn man auch mal reinzoomt, dass ihr hier diese roten Striche seht für den Downbeat, also den ersten Schlag des Taktes und eben die drei weißen, die restlichen drei der vier Schläge des Viervierteltaktes. Und eben wenn ihr Aktionen ausführt, wie einen Hotcue zu aktivieren, dann wird das immer im Prinzip im Takt laufen. Ihr könnt noch einstellen, in welchen Schritten das Ganze quantisiert werden soll, sei es jetzt schlagweise, also auf die 1 oder vielleicht auch in halben. Weil wenn ihr jetzt hier seht, wenn wir das aktivieren, dann springt er nicht sofort dahin, sondern er wartet, bis im Prinzip der nächste Schlag kommt und führt dann die Aktion aus. Wenn ihr Quantize deaktiviert, dann könnt ihr im Prinzip machen, was ihr möchtet. Und die Funktion wird sofort ausgeführt, ganz unbeachtet im Prinzip eben dieses Beat-Musters. Dann habt ihr außerdem noch Time, Mode und Auto-Cue. Diese Funktion haben wir in der Theorie ja schon erklärt, also einfach eben aktivieren oder nicht. Und dann kommen wir jetzt noch zum
Display oder besser gesagt zur Menüführung. Je nachdem, welchen Player ihr habt, wird das halt natürlich anders aussehen. Auch die CD-Player von Pioneer sehen logischerweise nicht alle gleich aus. Hier haben wir jetzt eben die neueste Variante mit einem Touchscreen. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, ihr könnt eben viele Funktionen einfach direkt schon mit dem Finger triggern. Andere triggert ihr hier über die Buttons. Wir bleiben hier. Ihr wählt hierüber im Prinzip das Medium aus, woher ihr eure Musik zieht. Zum Beispiel Disc. Wir haben jetzt beispielsweise hier mal eine topaktuelle CD mitgebracht. Keiner von uns hier benutzt mehr CDs, deswegen mussten wir alte Kamellen ausgraben. Also, wir haben hier die CD einfach vorne reinschieben. Der Rest passiert von alleine, wenn ihr sie loswerden möchtet, einfach auf Disk Eject, ist auch selbsterklärend. Und jetzt seht ihr schon, er hat hier die Tracklist geladen. Ihr könnt dann hier eben durch diese Tracklist browsen mit dem Rad und einfach auswählen, indem ihr drauf drückt und der Track wird geladen. Wenn wir jetzt auf Browse klicken, dann kommen wir ins Trackdeck sozusagen und man sieht schon hier, wie der Track geladen wird. Alternativ könnt ihr eben dann die SD-Karte auswählen, die ihr hier reinstecken könnt oder eben der USB-Stick, wie er hier drin steckt und auch Link. Das heißt eben über das LAN-Kabel verbunden, dass ihr diese beiden Player zum Beispiel nur mit einem Medium bespielen könnt. Das ist sehr, sehr cool, denn wir haben ja hier nur einen USB-Stick drin stecken. Aber wir können hier, wenn wir hier Link drücken, auch auf die Tracks dieses USB-Sticks zugreifen. Das ist eine sehr, sehr geile Funktion und logischerweise funktioniert das auch mit der SD-Karte. Es funktioniert nur leider nicht mit der CD. Also CD ist immer nur da, wo sie drin stecken. Ihr könnt eben genauso auch dann SD auswählen, wenn hier eine drin wäre. Oder eben USB zum Beispiel. Den Track, den wir gerade beispielhaft schon abgespielt haben. Wieder einfach draufklicken, der Track wird geladen. Oder eben Link. Dazu gehen wir mal hier rüber. Denn ihr seht ja schon, wenn wir den Play jetzt nochmal ausschalten und wieder einschalten. Dann ist hier erstmal nichts ausgewählt. Wir klicken auf Link. Und er bietet uns hier eben direkt schon den USB-Stick an. Wir können dann auch gleichzeitig unsere Einstellungen schon, wie wir sie hier auf dem USB-Stick hinterlegt haben, welche wir vorher in der Rekordbox-Software eingestellt haben, hier reinladen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Funktion, dass wenn ihr zu einem Gig geht, wo euch CDJs gestellt werden, dass ihr eben dann mit dem USB-Stick direkt alles so habt, wie ihr es von zu Hause gewöhnt seid. Und eben als letztes habt ihr hier noch die Rekordbox-Funktion. Das würde dann eben funktionieren, wenn ihr Rekordbox-Link verwendet. Eben wenn ihr ja im Prinzip eure Software dann nur als ja, Medium benutzt, die Tracks dann im Prinzip hier abspielen lasst und sonst alles über die CD-Player kontrolliert. Wir gehen zurück zu USB. Wenn ihr eben Browse drückt, dann kommt ihr in die Mediathek. Umgekehrt kommt ihr zum Trackdeck. Ihr könnt euch dann hier noch Infos anzeigen lassen von den einzelnen Tracks oder eben auch nicht. Ihr habt hier eben ja schon eine kleine Vorschau an Infos. Hier bekommt ihr eben dann einfach noch mehr. Das sind alles Infos, die ihr mit der Rekordbox-Software vorbereiten solltet. Das ist ein bisschen was an Arbeit, aber es wird euch dann auf jeden Fall deutlich den Umgang hiermit erleichtern. Außerdem habt ihr hier die Taglist. Das ist eine Liste im Prinzip, bei der ihr Tracks hinterlegen könnt, die ihr euch merken möchtet. Dazu habt ihr hier den Tag Track oder eben Remove Track Button. Ihr seht dann hier an dieser Note taucht ein kleiner Haken auf. Das heißt, er hat den sich jetzt gemerkt. Das könnt ihr natürlich mit mehr Tracks machen, 10, 20, die ihr euch eben mal vormerken möchtet. Wenn ihr jetzt dann hier mitten am Machen seid und ihr denkt euch, ah, da war noch ein Track, den ich spielen wollte, müsst ihr nicht lang suchen, einfach auf Taglist, zack, da ist er. Umgekehrt eben, wenn ihr wieder auf Browse seid,
dann könnt ihr den Track auch wieder loswerden, indem ihr diese Taste wieder drückt. Das Ganze funktioniert eben auch in der Taglist hier. Ihr könnt dann hier auch ins Menü gehen. Da könnt ihr euch zum Beispiel Tracks sortieren lassen, sei es jetzt nach Alphabet oder nach dem Album. Das wählt ihr dann einfach aus, wie ihr möchtet. Und wenn ihr länger drückt, dann kommt ihr sozusagen ins richtige Menü. Da habt ihr noch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten für das Gerät. Die möchten wir jetzt nicht einzeln mit euch durchgehen. Erstens wäre es sehr langweilig. Zweitens ist es fraglich, ob ihr genau dieses Gerät haben werdet. Und dann wird ja das Menü eh wieder anders aussehen. Deswegen nur zur Info, wenn ihr lang drückt eben, dann kommt ihr zu Utility. Wenn ihr hier lang drückt, dann bekommt ihr noch die Link-Info. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Buttons hier drüben. Back ist sowieso selbsterklärend. Und außerdem haben wir hier dann noch Shortcut. Das heißt, wir sind hier gerade mitten im Track. Hier spielt gerade was. Und wir möchten eben schnell was suchen. Das heißt, wir haben dann hier die Möglichkeit, direkt auf den Track zuzugreifen, auf diese Playlist. Wir können hier in die Playlist-Übersicht gehen. Wir können hier was suchen. Wir haben eine Tastatur. Können wir eben eingeben, nach was wir suchen möchten. Außerdem können wir hier noch nach Matches suchen. Das heißt eben, das haben wir in der Software zum Beispiel schon angegeben, dass gewisse Tracks gut miteinander harmonieren und die würden uns dann hier angezeigt werden. Außerdem habt ihr hier dann noch die Möglichkeit zu bestimmen, wie die Wellenform dargestellt werden soll, sei es jetzt blau oder mit RGB, also bunt. Ihr könnt My Settings saven, so wie ihr es jetzt eben gerade eingestellt habt. Das funktioniert vice versa, also von der Software auf den USB-Stick in den CDJ und umgekehrt, was ihr jetzt gerade am CDJ eingestellt habt, auf den USB-Stick und dann wieder zurück. Hier eben die Quantize-Funktion, gerade schon erwähnt, soll es eben auf die ganzen Schläge gehen oder auf die halben zum Beispiel. Ihr könnt Hotkey Auto Load einstellen, also wenn ihr den Track ladet, dass er dann direkt auf den Hotkey geht, auf den ersten. Und den Phase Meter könnt ihr hier einstellen. Das seht ihr auch genauso hier. Da könnt ihr einfach aufs Display klicken. Gebt euch an, eben auf welchem Schlag er gerade ist. Der erste ist logischerweise der Downbeat. Dann kommen die restlichen drei Schläge des Taktes, je nachdem, welche Ansicht euch besser gefällt. Denn wir können ja hier zum Beispiel jetzt auch wieder einen Track spielen und den etwas aus dem Takt bringen. Und dann sieht man schon, dass jetzt hier zum Beispiel das Ganze nicht so gut passt. Normalerweise sollten eben diese beiden Balken übereinander sein. Hier sieht man es jetzt nochmal ein bisschen anders. Und wenn man jetzt hier über das sogenannte Pitch Bending eben die Tracks aneinander angleicht, dann liegen die schön übereinander und springen zum Beispiel auch gleich. Alternativ eben leicht gemacht mit Sync. Ja, wie man durch diese ganzen Playlisten browst, ist wirklich selbsterklärend. Ihr geht eben hier einfach auf Back, ihr wählt hier den USB-Stick aus, ihr wollt eben wieder Tracks, Key, Playlist und so weiter. Und ihr drückt einfach drauf, wählt den Track aus und ladet ihn rein. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Insofern, ja, müsst ihr einfach mal ein bisschen hier rumprobieren. Ist sowieso fraglich, ob euer CD-Player ja genau so ein Display hat. Und selbst wenn, ob diese Menüführung dann genauso funktioniert. Wichtig ist eben, ihr habt hier das Track Deck. Ihr bekommt hier die Wellenform angezeigt. Eben nochmal genauer. Oder auch hier in der Übersicht. Ihr könnt hier per Needle Search dann noch ganz schnell im Track springen. Aber auch nur, solange er pausiert ist. Denn wenn der Track mal läuft, dann geht das Ganze nicht mehr. Dann könnt ihr nur im Prinzip einen Punkt im Track festlegen, den ihr euch im Prinzip merken möchtet, an den ihr ja eine bestimmte Funktion zum Beispiel triggern möchtet oder ihr möchtet dort den nächsten Track starten. Außerdem habt ihr hier nochmal Loop Mode. Das ist sehr ähnlich wie mit den Buttons hier, nur intuitiv dann übers Touchfeld. Genauso könnt ihr hier dann Beat Jump noch auswählen. Das heißt, ihr springt eben diese Beats im Track, sei es jetzt vier Beats, also vier Schläge zurück oder eben auch nach vorne.
Und hier wird euch halt dauerhaft angezeigt, ein Beat vor oder zurückzuspringen. Das wird zum Beispiel eher für Synchronisieren dann verwendet. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass eure Tracks zwar an sich synchron laufen, aber Downbeat nicht über Downbeat ist, dann könnt ihr zum Beispiel eben einfach ein zurückspringen. Das sehen wir jetzt hier beispielsweise. Hier hängt der obere Track jetzt dem unteren sozusagen eins hinterher. Deswegen setzen wir einmal einen Beatjump zurück. Und jetzt laufen sie dann eben nicht mehr nur beatsynchron, sondern auch taktsynchron. Manche Mixer in Kombination eben mit CD-Playern bieten die Möglichkeit des Fader-Starts. Und hier ist dann wichtig, dass ihr genau wie zum Beispiel bei der Funktion, dass ihr hier diesen Fader hoch bewegt und sich hier die Farbe ändert, dass es auch genau zugeteilt ist. Also wenn jetzt hier der CDJ in Deck 4 drin steckt, dann muss er auch in den Einstellungen als Player 4 markiert sein. Ansonsten bekommt er ein falsches Signal und es wird nicht funktionieren. Genau das gleiche eben auch mit dem Fader-Start. Wenn ihr jetzt hier den Player als Player 3 betitelt habt, aber den Fader 4 hochschiebt, dann wird nichts passieren. Manche CD-Player haben außerdem die Funktion, dass ihr hier anstatt eures USB-Sticks sogar euer Handy anschließen könnt. Denn Pioneer hat die Recordbox-App auch fürs Handy rausgebracht. Da könnt ihr eure Mediathek reinladen, ihr könnt sie vorbereiten, gerade auf dem Weg zum Gig oder wenn ihr sonst irgendwo rumhängt, könnt ihr eben schon mal Cue-Punkte setzen, ihr könnt alles analysieren und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr einfach nur per Kabel eben das Ganze reinstecken und es läuft. Das ist also sehr effizient, sehr coole Möglichkeit. Und ein USB-Stick mitzunehmen ist eigentlich schon keine große Herausforderung, aber euer Handy habt ihr eh immer dabei und das ist dann auf jeden Fall sehr lässig. Wenn ihr fertig seid, dann schmeißt ihr zum Beispiel eure CD einfach raus. Alternativ, wenn ihr den per USB benutzt habt, drückt ihr USB Stopp. Oder wenn ihr einen USB-Stick oder eine SD-Karte angeschlossen habt, dann könnt ihr die einfach so rausziehen. Oder ihr eben fahrt den Player vorher herunter und dann könnt ihr das Ganze auch wieder rausziehen. Der Vorteil, wenn die Player verlinkt sind, ist eben, dass ihr hier die BPM synken könnt. Außerdem, wenn es mit dem Mixer verlinkt ist, dann habt ihr hier noch diese Funktion mit dem Farbwechsel. Und was auch extrem cool ist, dass hier dann direkt noch die Effekte mit angepasst werden, mit synchronisiert werden. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr dieses Setup habt, was ihr auf vielen großen Festivals und eben großen Veranstaltungen sehen werdet, weil das der Clubstandard aktuell ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze hier mit einem solchen Switch zu verbinden. Es gibt ja auch gerne mal Setups, da stehen ja noch zwei mehr, eben für alle vier Decks. Und dann ist es auf jeden Fall schon ein sehr, sehr mächtiges Setup. Wir bedanken uns an dieser Stelle wieder sehr, sehr herzlich bei recordcase.de für die Bereitstellung dieser CDJs und dieses DJM 900. Wir hoffen, du konntest einiges aus dieser Lektion mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zur Thematik CDJs respektive CD-Player hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.